U-995 wird 1943 in Hamburg fertiggestellt. Es ist das letzte aus dem Zweiten Weltkrieg erhaltene 7C-Boot. Es operiert hauptsächlich über Wasser und ist bis zu 18 Knoten schnell. Unter Wasser wird das U-Boot von zwei direkt auf die Schraubenwellen geschalteten Elektromotoren angetrieben. Bei sparsamer Fahrt mit 4 Knoten kann es unter Wasser etwa 80 Seemeilen zurücklegen. Vor dem Dieselmaschinenraum liegen die Schlafräume der Unteroffiziere. Gesteuert und in das Gefecht geführt wird das Boot von der Kommandozentrale aus. Hier befindet sich auch das Luftzielseerohr, durch das der Kommandant bei Tauchfahrt Ausschau hält. Am Bug des U-Bootes befindet sich seine Hauptbewaffnung, die 4 Torpedorohre. Bis zu 16 Torpedos kann das Boot mit sich führen. Karl Dönitz hat als Befehlshaber der U-Boote auf den U-Boot-Krieg gesetzt, weil es sein Auftrag war, vor dem Krieg in diesen Dimensionen zu planen. Und zum anderen war der materielle Zustand der Kriegsmarine nicht ausreichend, um einen Überwasserseekrieg wie im Ersten Weltkrieg auch nur gegen die Royal Navy zu versuchen. Aus diesem Grunde forcierte er den U-Boot-Krieg, während Reeder zum gleichen Zeitpunkt auf den Einsatz der Überwasserschiffe setzte. Doch die Überwassereinheiten der Kriegsmarine sind der zahlenmäßig weit überlegenen Royal Navy nicht gewachsen. Die Deutschen verlieren eine schwere Einheit nach der anderen. Den alliierten See- und Luftstreitkräften sind die großen Überwassereinheiten fast schutzlos ausgeliefert. 1944 vernichtet die Royal Air Force das letzte verbliebene deutsche Schlachtschiff, die Tirpitz. Außer sich vor Wut fordert Hitler 1943 die Verschrottung aller schweren Schiffe. Auch die U-Boot-Waffe erleidet immer schwerere Verluste. Zu ihrem Wiedererstarken soll eine neue Generation U-Boote beitragen. Während man andernorts auch auf Wunderwaffen wie die sogenannten Vergeltungswaffen, die Raketentechnik setzt und die Entwicklung von Düsenjägern und anderes, setzt auch die Marine auf neue Waffen, auf wirkliche Unterseeboote, die nun außenluftunabhängig tauchen sollen. Ein neuer, nach seinem Erfinder Helmut Walter benannter Antrieb, soll die U-Boote durch ihre Unterwasserleistungen unangreifbar machen. Doch die Erfindung ist noch nicht ausgereift. Auch die mit erhöhter Elektroleistung ausgerüsteten Typen 21 und 23 kommen zu spät an die Front. Zu Lande rücken die Alliierten nach Berlin vor. Deutschland ist besiegt. Adolf Hitler begeht Selbstmord. Zu seinem Nachfolger hat er Karl Dönitz ernannt. 60 Millionen Tote hinterlässt der Größenwahn Nazi-Deutschlands unter seinem Führer Hitler. Die Sieger ordnen die Welt neu. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist die Allianz zwischen den Westmächten, Großbritannien, USA und Frankreich und der Sowjetunion zerbrochen. Das einende Band war der Kriegsgegner, das nationalsozialistische Deutschland. Und nachdem dieser besiegt war, brechen die ideologischen Gegensätze auf. Das freiheitlich-liberale Modell im Westen und der Kommunist im Osten. 1955 wird die Bundesrepublik Deutschland wieder bewaffnet und tritt dem westlichen Verteidigungsbündnis NATO bei. Auch eine Marine bekommt die neu geschaffene Armee. In Wilhelmshaven treten die ersten Freiwilligen zur Grundausbildung an. Begrüßt werden sie von Korvettenkapitän Reschke, U-Boot-Kommandant im Zweiten Weltkrieg. Die Ausbildung beginnt zunächst auf 4 Kuttern und 2 Verkehrsbooten, bis dann die Alliierten die Erstausstattung der Marine der Bundesrepublik Deutschland, kurz Bundesmarine, stellen. Die Bundesmarine hatte als primäre Aufgaben die Kriegsführung in der Ostsee. Es ging vor allen Dingen darum,
sowjetische Seestreitkräfte daran zu hindern, die Ostseeausgänge, also nördlich von Dänemark, zu passieren und in den Nordatlantik vorzudringen. Die Minensuche gehört zu den wichtigen Aufgaben der jungen Flotte. Dafür wird die Weilheim am 28. Januar 1959 in Dienst gestellt. Gebaut werden die Boote dieser Lindau-Klasse in den 1950er Jahren auf der Burmeisterwerft in Bremen. Als Material kommt Holz zum Einsatz. 8000 PS erlauben dem gut 47 Meter langen, mit Flak, Wasserbomben und Minen bewaffneten Minenjagdboot 17 Knoten Geschwindigkeit. Ursprünglich sollten die Boote nur Ankertauminen räumen. Dann werden sie mit Winden nachgerüstet, die Schallsender und Kabelschleifen hinterher schleppen. So können auch akustische und Magnetminen zur Explosion gebracht werden. Zwischen 1976 und 1978 wird die Weilheim umgebaut und zusätzlich mit zwei Minenjagddrohnen ausgestattet. Was neu ist an dieser Bundesmarine, ist, dass sie wie die gesamte Bundeswehr fest in NATO-Kommandostrukturen eingebettet ist. Die Kommandostrukturen gehen wirklich bis in die territorialen Strukturen hinunter. Das heißt, diese Marine operiert eigentlich nicht mehr selbstständig, sondern verzahnt mit den alliierten Marinen. Das betrifft den Bereich der Landes- und Bündnisverteidigung ja genauso. Artikel 87a des Grundgesetzes setzt den Fokus der Aufgabe dieser Streitkräfte sehr stark auf die Verteidigung der Heimat. Und die Bundesmarine hat diesen Auftrag in erster Linie in den Anfängen in der Ostsee wahrzunehmen. Die Bundesmarine entwickelt sich zu einem wichtigen Partner für die Verteidigung Westeuropas. Die strategische Lage am Ausgang der Ostsee erfordert aber auch Unterwasserstreitkräfte. In zwei Kriegen hat sich das U-Boot als eine effektive Waffe herausgestellt. Fuhren die Weltkriegsboote noch meist über Wasser, so ist U-10 dafür gebaut, überwiegend unter Wasser zu operieren. Zwischen 1967 und 1993 ist das Boot im Einsatz. Ein 1500 PS starker Elektromotor treibt die riesige Schiffsschraube an und speist sich aus Akkumulatoren, die über den gesamten Bootsrumpf verteilt sind. Zwei 600 PS Dieselmotoren laden die Akkumulatoren, wenn das U-Boot aufgetaucht fährt. Neben den modernen und leistungsfähigen U-Booten sollen auch neue Zerstörer helfen, den Verteidigungsauftrag innerhalb der NATO zu erfüllen. Der in den USA gebaute Lenkwaffenzerstörer Mölders steht für den Anfang einer technischen Entwicklung, die bis heute anhält. Die Mölders besitzt neueste Flugkörpertechnologie, ein modernes Feuerleitsystem und ein rechnergestütztes Führungswaffeneinsatzsystem. Rund 70.000 PS geben dem 134 Meter langen, schwer bewaffneten Zerstörer eine Höchstgeschwindigkeit von 35 Knoten. Elektronische Ausstattung und Bewaffnung machen die Mölders, ebenso wie ihre schon länger fahrende Schwester Lütjens, und die demnächst das Dreiergespann vervollständigende Rommel zu Schiffen, deren Kampfkraft wenigstens einen Teil der sowjetischen Übermacht auf See ausgleicht. Diese bis an die Zähne bewaffneten Zerstörer der Lütjens-Klasse sind furchteinflößende Prestigeobjekte der noch jungen Bundesmarine. Im Kriegsfall mit dem Warschauer Pakt zählt zu ihren Aufgaben auch die Sicherung der Nachschubwege aus den USA nach Europa. Mit der Volksmarine der DDR hatten die Zerstörer auch einen direkten Gegner. Man kann eigentlich sagen, Bundesmarine und Volksmarine, die beiden auf deutschem Boden entstandenen Marinen, hatten gegenläufige Aufgaben. Die Bundesmarine sollte im Prinzip als Doorkeeper der NATO in der Ostsee gucken, dass die Streitkräfte des Warschauer Vertrags nicht aus der Ostsee ausbrechen und dadurch
die Versorgung der Alliierten, die Seewege über den Nordatlantik nicht gestört würden. Und die Volksmarine hatte im Falle eines Falles genau den gegenteiligen Auftrag. Sie sollte eigentlich diese Ausgänge eben freikämpfen. Für die Bundesmarine wie für die Volksmarine ist die Ostsee das Operationsgebiet im Kalten Krieg. Im Frühjahr 1950 verfügt die Sowjetunion den Aufbau einer ostdeutschen Armee. Dazu gehört auch eine Marine. Die Seestreitkräfte erhalten leistungsstarke Kampfschiffe, Schnellboote, Aufklärungs-, Küstenschutz- und U-Boot-Abwehrschiffe. Ab 1960 trägt die Flotte der DDR dann den Namen Volksmarine. Eine ganz besondere Waffe der Volksmarine sind dabei die Torpedoschnellboote. Ihr Auftrag? Mit hoher Fahrt das Ziel mit Torpedos bekämpfen und ebenso schnell wieder ablaufen. Die Torpedoschnellboote sind knapp 19 Meter lang und haben 5 Mann Besatzung. 3600 PS verleihen den zusätzlich mit Minen bewaffneten Gleitern eine Geschwindigkeit von 90 Kilometern pro Stunde. Ihr Haupteinsatzgebiet ist die Ostsee. Ab ca. 1960 wurde ja dann auch der regelmäßige Vorpostendienst eröffnet, speziell Vorposten 72, der dort also in der Nähe von Fehmarn ständig vor Anker lag, mit der Aufgabe, gegnerische Schiffe zu begleiten, zu beobachten. Die gesamte Seegrenze zwischen Ost und West wird von den sogenannten Vorposten des Warschauer Pakts intensiv überwacht. Der Vorposten 72 der DDR-Volksmarine soll die NATO auf der Ostsee und in der Luft unter Beobachtung halten. Immer wieder begegnen sich Einheiten der beiden deutschen Marinen auf hoher See, spähen einander aus und provozieren sich auch mal. Ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel im Kalten Krieg. Die Volksmarine war aber auch immer Teil des totalitären Systems der DDR und politisch streng auf Linie. 90% der Offiziere waren Parteimitglieder der SED. Mit dem Fall der Mauer 1989 endet dann auch der Kalte Krieg. Die DDR-Volksmarine wird Ende 1990 aufgelöst und sämtliches Großgerät außer Dienst gestellt. Ein Teil der Soldaten wird in die Bundeswehr übernommen. Ab jetzt wandelt sich der Fokus der gesamtdeutschen Streitkräfte. Weg von der Landesverteidigung hin zu einer Einsatzarmee. Ab 1990 wuchs die Bedeutung von sogenannten Out-of-Area-Einsätzen auch bei der deutschen Marine. Dadurch, dass sich Konfliktherde zuspitzten, die außerhalb des NATO-Bündnisgebietes lagen. Dort ist insbesondere der Persische Golf, die Arabische Halbinsel, im weiteren Sinne der Nahe Osten zu nennen. Für die deutsche Sicherheitspolitik ist und bleibt die Marine auch weiterhin ein wichtiges Standbein. Mit zu ihren Aufgaben gehört die Konfliktverhütung, Krisenbewältigung und der Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Und die deutsche Marine nimmt an Hilfs-, Rettungs- oder Evakuierungseinsätzen im In- und Ausland teil. Heute stehen wir vor der Herausforderung, sowohl eine Landes- und Bündnisverteidigung organisieren und gestalten zu müssen, wie wir sie in der Vergangenheit aus Zeiten des Kalten Krieges vielleicht herkennen, zusätzlich aber auch Krisenvorsorge und Konfliktmanagement zu betreiben, wie wir es heute haben, insbesondere an unserer Südflanke. Das ist die große Herausforderung. In den Jahrzehnten ihres Bestehens passt die deutsche Marine sich immer wieder an die Entwicklung der Weltlage an. Nur so kann sie ihrem Auftrag gerecht werden und auch im Verbund der NATO den geforderten Beitrag leisten. Als bedeutende Wirtschaftsnation ist Deutschland ab